Das Wichtigste war, dass wir heute gewonnen haben. Ich bin glücklich über 3 Tore, aber 3 Punkte sind wichtiger. Ich bedanke mich bei all meinen Mitspielern, sagte Cohn bei Sky. Heidenheim 34 hingegen verpasst wichtige Punkte, um Kurs auf Aufstiegsplätze zu nehmen. 3-mal brachte Cohn Dynamo in Führung, 5., 11., 83. Die ersten beiden Male konnte Heidenheim durch Maximilian Thiel, 7. und ein Eigentor des Doktors Dennis Paul Seguin, 59. ausgleichen. Der dritte Cohn-Treffer bedeutete den 5. Heimsieg der Saison für seine Gastgeber. Cohn-Show in Dresden. Das Spiel begann vor 24.763 Zuschauern mit viel Tempo und Höhepunkten auf beiden Seiten. Zunächst verlängerte Cohn einen Kopfball von Florian Ballas nach einer Ecke ins Tor, 2 Minuten später erzielte Thiel per Traumtor den Ausgleich. Nach einem schweren Abwehrfehler von Heidenheims Verteidiger Kevin Kaus brachte Cohn Dresden allerdings erneut in Führung. In der Folgezeit beruhigte sich Partie etwas, doch beide Teams hatten auch im ersten Durchgang noch Möglichkeiten zu weiteren Treffern. Eine Viertelstunde nach dem Seitenwechsel köpfte Seguin eine Ecke des Heidenheimer Kapitäns Marc Schnatterer ins eigene Tor. Für Schnatterer, der auch Thiels zwischenzeitlichen Ausgleich vorbereitet hatte, waren es Vorlagen Nummer 13 und 14 in der Saison. Den Schlusspunkt setzte aber der starke Cohn. Video, Luftloch der Liga, erst Schrecksekunde, denn Selfie-Spaß.